So, was haben wir hier? Was ist das? Ah, eine Schock. Da haben wir jetzt genau 60. Ja, Schock brauche ich halt echt nicht. So, die Heilende. Ah, was haben wir hier? Idiot Army. Textprotokoll, Datenbeschädigung minimal. Hä, und da steht jetzt Datenbeschädigung partiell? Okay, gut. Textdatenpunkte Welt. Persönliches Protokoll Benutzer 898-65441. Ich weiß nicht genau, was ich davon erwartet hatte, Teil eines Hacker-Kollektivs zu sein, aber bisher ist das ganze Idiot Army-Ding eher enttäuschend. Diese ganze weltberühmte Cyberbedrohung scheint in erster Linie daraus zu bestehen, mit Typen in anonymisierenden Skins in möglichst schäbigen Hohlräumen herumzuhängen. Die meisten sind meme-basiert. Da ist zum Beispiel ein Kerl oder vielleicht sind es mehrere, dessen Skin diesem Reaktion der ungläubigen Taube hohl und nachempfunden ist. Ein paar Typen laufen wortwörtlich als Kabockbäume herum. Ich habe einen gefragt, was der nächste große Coup wird. Ich hatte sogar Vorschläge. Fazinit-Doxen? Ja, Fazinit-Doxen? Kampfroboter von Unternehmen hacken? Mal ehrlich. Und er nannte mich einen Scheißtyp, als ob Daten beschädigt. Okay, also er hat sich da halt mehr aktives Machen vorgestellt, als einfach nur sich als Army bezeichnen und dann nichts tun. Okay, das Armband, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, das ist neu. Gewöhnlich. Dieser gewöhnliche Gegenstand der Alten bringt beim Verkauf an Händler einiges ein. Quellen alte Ruinen, Verwendung, Verkauf gegen Metallscherben. Stimmt, den Zahnstocher, den haben wir ja alle verkauft. Okay, das heißt, das wird nicht nochmal als Ding dargestellt, als okay, jetzt fällt es mir nicht ein, als Rufzeichen. So, wir machen zuerst einmal diese Kisten. 12 Metallscherben, cool. Zünder. Metallscherben, Draht und Reinholz ist auch schön. Outfit-Gewebe. Ja, Metallgefäß und Draht. Ich hoffe, wir können später bessere Sachen herstellen. Also wir können uns später auch so Gewebesachen und so herstellen. Das wäre so cool. Ich hätte nämlich gern echt was gegen Nahkampfschutz. Diese 5%, das ist halt ein Witz. Damit machst du halt gar nichts. Vor allem, wenn du halt ein Nahkampfspieler bist. Du wirst so gestraft dafür, wenn du in den Nahkampf gehst. Das ist, muss ich sagen, schon ein bisschen schade. Weil ich meine, das Nahkampfsystem ist halt eigentlich schon sehr cool gemacht, dass du halt, wenn du in Reichweite bist und der Gegner auch in etwa auf deiner Höhe ist, also ich meine jetzt nicht vom Level, sondern vom Augenstand her, dann hüpfst du zum Gegner hin, wenn du ihn gerade ansiehst und in der Nähe von ihm bist. Das ist halt schon sehr angenehm, weil sonst müsstest du ja jeden Gegner fast zu Tode laufen, damit du den da angreifen kannst, wenn dein Charakter dann nicht rüberhüpft. Und das Wegrollen funktioniert halt genauso gut. Also ich muss sagen, ich mag das. Aber gewisse Kämpfe sind dadurch natürlich auch schwieriger. So, zerstöre den Alarm machen wir natürlich nicht. Wir haben ja abgespeichert. Wir haben hier auch wieder ein bisschen Zeug. Bevor wir da reingehen, sammeln wir hier natürlich noch auf, was wir hier so finden. Oh, eine alte Skulptur, die ist wieder viel wert. Okay, welches Level sind die? Die sind auch Level 6. Warum ist da aber ein Schädel drunter? Mhm. Das ist der Lageralarm. Warnsystem, einfache technische Konstruktion. Da oben ist niemand. Das nehme ich lieber mit. Na, schwierig. Wir gehen einfach rein. So wie das letzte Mal auch. Ja, das hat ja super funktioniert. Ah, er hat geblockt. Ciao.
Den haben wir hier. Das ist auch ein Bogenschütze. Ja, gleich mal von hinten richtig. Ja, sehr schön. Bleib hier. Ha? Ah, wir haben die umzingelt. Das heißt, die greifen von mehreren Seiten an. Der blockt wieder die ganze Zeit. Oh, da ist ja noch einer. So, der ist weg. Alter, dieses Ding macht ja ganz komische Geräusche, der Alarm. So, die Toten machen wir natürlich erst später. Zwischen wegrollen. Wegrollen ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Okay, die kommen durch die Verstärkung, alles klar. Ciao. Der liegt am Boden. Na, schade. Alter, das hat Schaden gemacht. Aua. Der blockt ja alles. Stirb. Oh, okay. Das Lager war leichter. Das zweite Lager war das schwierige. Das lief ja erstaunlich gut. Wir haben gar nicht so viel Schaden genommen. Der eine steckt da noch ein bisschen fest. Hier mal eine Kiste. Sehr gut. Ah, hier hängt noch einer rum. Oh, der hat eine Wächterlinse. Sehr cool. Warum kann ich da nicht hoch? Ah, okay. Ja gut, dann halt der umständliche Weg nach oben. So, okay, der hat einen Trank. Sehr angenehm. Oh, der hat wieder ein Schlagscheinglas. Hier mal so eine kleine Vorratskiste. Hier mal auch wieder. Oh, eine Wächterlinse. Wächterlinsen sind zwar jetzt nicht so viel wert, aber wäre das Kleine nicht, ja, ist das Große nicht wert. Wüstenglas. Oh, gekerbtes altes Amulett. Hier haben wir auch noch eine Vorratskiste mit Zeug. Ich glaube, jetzt haben wir hier alles, oder? Ah, hier ist noch einer. Den krapschen wir erstmal noch kurz an. So, jetzt heilen wir uns hier mal kurz. Ja, ich glaube, wir haben hier alles. Hier hinten wurden ja, glaube ich, keine getötet. Nee. Ah, oh ja, hier wurde doch einer getötet. Ah, nee, das ist eine Vorratskiste. Ja, war aber auch ein bisschen Zeug drin. 422 Zünder, ey, das ist schon heftig. Gut, jetzt müssen wir uns zum höchsten Turm begeben. Das heißt, wir müssen hier hoch. Bevor wir das aber machen, weil hier ist ja Map-Ende, würde ich sagen, wir machen zuerst das und gehen noch kurz zum Breitkopf-Areal. Weil ich will gern noch speichern. Weil meistens läuft es beim ersten Mal besser als beim zweiten Mal. Weil da, wenn man da auch so ein bisschen Glück hat und so. Das fällt dann oft weg, wenn man es zum zweiten Mal macht und man denkt, man schafft das eh locker und dann doch nicht. Weil es dann doch wieder anders kommt als erwartet. Nein, ich brauche keine Schockwurzeln. Das muss ich mir merken, Schockwurzeln habe ich viel zu viel. Das ist wieder eine Schockwurzel. Ja, was zum Heilen, sehr gut. Das ist noch das Holz. Oh, Highland. Sehr schön. Oh, ein Wächter. Ja, hat auch ein paar Scherben. Das werde ich vielleicht. So. Breitkopfhammer.
Was denn? Wir haben doch gerade gar nichts aufgesammelt. Das ist heilend. Das ist auch heilend. Oh, jetzt haben wir fast die 3 plus. Zusammen. So, das haben wir. Gut, dann ab zum Missionsziel. Ich laufe einfach querfeldein, ist eh egal. Wir müssen nicht unbedingt immer den Weg nehmen. Aber ich bin halt leider so ein Perfektionist. Und irgendwie, das ist voll von Witcher hängen geblieben. Dass wenn du bei manchen Orten die Wege nicht genommen hast, dann kamen halt diese Zufallsereignisse nicht. Und irgendwie habe ich das noch so im Kopf, dass ich mir halt dann so dachte, also dass ich mir dann immer denke, oh, wenn ich den Weg nicht nehme, dann verpasse ich was. Das ist wie so ein Tick, seitdem ich Witcher gespielt habe. Du kriegst das einfach nicht aus dem Kopf raus. Ja, ihr dachtet wahrscheinlich schon, ich habe es übersehen, aber natürlich habe ich es nicht übersehen. Oh nee, ich will doch kein Tarnungsgewebe haben. Geh weg damit. Naja. Vielleicht brauche ich es doch noch irgendwann mal. Ah, ich muss sagen, kämpfen macht halt viel mehr Spaß, als Leute abzumurksen und gefühlt dazwischen 5 Minuten zu warten. Heilend, heilend? Ja. Du bist natürlich nicht heilend, weil du bist Holz. Du bist... Ah, Feuerbrennwurzel, auch nicht verkehrt. Solange wir nicht über 50 kommen, passt das, weil sonst nimmt uns das wieder einen neuen Slot weg. Oder? Müsste eigentlich, wenn ich mich nicht ganz irre. 25 pro... Ja, 25 für diese Wurzeln. Wow, Tarnungsgewebe gibt nur plus 13% Tarnung, sonst gar nichts. Kein Schutz, nix. Danke, Spiel. Kann ich hier irgendwas modifizieren mit was Violettem? Wow, ja gut, da gehen mir aber die ganzen Rüstungen verloren. Und hier halt genauso. Ich kann halt theoretisch hier noch was machen. Ja, hier kann ich auf jeden Fall was machen. Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Das ist 30% Schaden plus 7% Abrissschaden. Das geht auf Nahkampf. Ja, Handhabung. Ja, Handhabung ist grundsätzlich schön, aber... der Abrissschaden... Achso, der Abrissschaden geht ja wieder nur von den Pfeilen runter. Dann nehme ich aber ehrlich gesagt lieber mehr Schaden als Abrissschaden. Minus 1, plus 1, was? Plus 1, plus 1, plus 1. Hier haben wir plus 6. Ja gut. Na gut. Den Bogen verwende ich eh nicht, weil der keinen Feuerschaden hat. Ich würde den eigentlich am liebsten weglegen, aber geht halt leider nicht. Na gut, jetzt machen wir wenigstens mit dem mehr Schaden, haben bessere Handhabung und so. Ich weiß, das ist mir jetzt vorher auch gerade eingefallen, wir müssten ja eigentlich auch mal die neuen Waffen kaufen. Also, dass wir halt von jeder Waffe eine Waffe, von jeder Waffenart eine Waffe mithaben. Aber ich habe das vorher beim Händler voll verschwitzt. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Vielleicht sind da auch Waffen dabei, mit denen ich besser umgehen kann als mit diesem Bogen. Übung macht den Meister. Oh, bevor wir da hingehen. Erstmal Vorratskisten plündern. Oh ja, ihr habt echt viel Zeug. Es ist, wie Val gesagt hat. Wir müssen in die Ruinen. Für den Stamm. Was auch geschieht. Ich werde neben meiner Mutter in den Hügelgräbern bestattet. Okay, haben die gleiche Stimme. Mit den Lagern lief es gut. Und jetzt zum Metallring.
Seine hohen Wälle schützen den Feind. Wir müssen dort hinauf. Wenn wir entdeckt werden, unter Beschuss. Ich habe eine andere Idee. Ihre Basis hat eine Schwäche. Schickt mich alleine vor, dann nutze ich sie aus. Wenn ich es schaffe, reiße ich ein so großes Loch in diese Mauern, dass der komplette Kriegstrupp reinstürmen kann. Das klingt nicht schlecht, solange ich mit dir komme. Eine Kriegsherrin sollte dankbar sein für eine solche Einsatzbereitschaft. Ja, Val, du kannst mit Aloy gehen, aber sei wachsam. Ja, Kriegsherrin. Versprochen. Geht jetzt. Wir warten auf euer Signal. Gut, ab geht's. Gut, dann folgen wir mal den guten Wal. Ich musste immer an den Wal denken. Also W-A-L geschrieben. So, er bleibt da stehen. Du kannst ruhig schon vorlaufen, Mann. Du läufst ja nicht mehr. Du bleibst... Du hast keinen Plan, oder? Du bist mir doch sogar in die Ruinen. Du joggst ja nur. Ich dachte, du vertraust mir. Ja doch. Aber woher weißt du, dass ihre Basis eine Schwäche hat? Geduld, Wal. Du wirst es gleich sehen. Aha. Okay, ich bin gespannt. Ich möchte es nämlich auch gerne sehen. So, vorher muss ich hier aber noch Zeug mitnehmen. Ich will unbedingt damit... volle Medizinbeutel rein. Wir wissen nämlich nicht, was uns erwartet. Nee, keine Schockwachswurzel. Halleluja. Nein, diesmal sammle ich dich nicht ein. Was bist du? Auch wieder eine Schockwurzel. Naja. Dann sind wir halt fast voll. Meine Hand. Ist es nicht normalerweise Ladies First? Vor allem, wenn sie weiß, was sie machen will und er aber nicht. Was macht er dann, wenn er da zuerst drin ist und da sind plötzlich Wachen? Du den da rechts. Okay, ich brauche wahrscheinlich normale Pfeile. Ich den da rechts wo? Okay, soll ich einfach runterhüpfen? Suche im Metallring einen Blick auf die Lohe, was? Früher habe ich mein Leben mit Saufen und Kämpfen vergeudet. Hat super funktioniert. Es hat grandios funktioniert. Ja, ich weiß nicht. Sie hat ja... Weiß nicht, was ich hätte tun sollen. Ist das gewollt, dass wir hier im Nahkampf die... beziehungsweise generell platt machen müssen? Ich weiß nicht, wie man hier lautlos ausschaltet. Ich wollte ihm eigentlich einen Kopfschuss verpassen, weil da kann man die manchmal auch töten. Aber der Pfeil hat ihn leider nicht getötet. Aber er hat ja auch nicht mal den Bogen irgendwie angelegt. Was wollte er denn da machen? Dann runterhüpfen und sich dann erst um den anderen kümmern? Toll, funktioniert ja super mit dem Hochhüpfen. Ach so, ich muss auch hier hoch, alles klar. Okay, zwei noch. Ich soll den linken nehmen. Oh, hier ist ein Plünderer. Welches Level? Oh, 23. Der ist auf 12. Das ist kein Plünderer. Feuerbrühlrücken.
okay. Ja, F drücken hat nicht funktioniert. Das ist nur das Ranrufen, ne? Ich hätte gedacht, dass F ist Finishen. Alter, ich habe schon wieder so viel unnötiges Leben verloren. So, Wüstenglas. Das hier können wir leider nicht anzünden. Hätte ich vielleicht weiter rangehen müssen und dann einfach E drücken? Ist E vielleicht der Finisher? Ich bin halt kein Mensch, der halt sowas in Spielen verwendet. Siehst du den Unterstand? Siehst du die Verderber? Konzentrier dich, Val. Dort ist lauter Lohe drin. Ein riesiger Vorrat. Wenn ich sie hochjage, zerstört das die Verderber und lässt den Wall einstürzen. Das schlägt eine Bresche für die Nora. Von hier aus treffe ich sie nicht. Wir müssen näher ran. Ich mache das. Du gehst zurück, erklärst Sona den Plan und bringst alle zur Ringseite. Das mache ich. Und wenn der Wall einstürzt, werde ich den Angriff führen. Jetzt muss ich es nur noch in die Tat umsetzen.